Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Und es wird mal wieder Nacht, wie zum Anfang von ungefähr jeder Folge bedeutet. Erstmal eine Runde pennen gehen. Und in dieser Folge werde ich euch zeigen, wie man den Wither ganz easy töten kann, ohne dass man wirklich Gefahr läuft zu sterben, beziehungsweise es ist halt super einfach. Ich habe jetzt tatsächlich, also es ist übrigens ein neuer Tag, und ich habe jetzt heute irgendwie 2 Stunden lang nochmal Nether-Skelette gefarmt. Und ich habe gelesen, dass tatsächlich die Chance dafür, einen Kopf zu bekommen, nur bei 2,5% liegt. Das bedeutet, dass wir uns jetzt erstmal was zu essen holen müssen, weil ja, das Essen ist natürlich wieder komplett alle. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe hier gar nichts mehr. Ich muss mal oben gucken, ob wir hier noch... Nee, ich habe hier unten noch Kartoffeln, die ich noch braten kann. Das machen wir dann mal eben. Ich habe natürlich das ganze Essen hier mittlerweile schon leer gefuttert. Hier sind welche, nice. Und die können wir dann direkt brennen gehen. Ja, wie gesagt, 2,5% für einen Kopf. Das bedeutet, man muss theoretisch fast 100 oder über 100 theoretisch töten, um statistisch gesehen eben die Chance zu haben, ja, eben 3 Wither-Köpfe zu bekommen. Und das Lustige ist, ich habe jetzt 4, weil bei den letzten, oder habe ich hier? Ja, ich habe 4. Weil bei den letzten war es dann so, dass halt von der letzten Truppe 2 eingedroppt haben. Und was ich euch noch erzählen wollte, ist, dass hier tatsächlich noch ein Trader einfach ist. Also hier haben wir einen, der irgendwas tradet, und da vorne ist einfach noch einer. So viel Glück habe ich mit den Tradern, die kommen hier immer an, das ist der Wahnsinn. Na, ich will mal schnell eine Melone. So, und ich werde euch heute zeigen, wie gesagt, wie ein Trick geht, wie man die ganz einfach töten kann. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ein Wither angegriffen wird von Eisengolems. Das bedeutet, wir können gleichzeitig ganz viele Eisengolems machen und den Wither, und dann töten die Eisengolems eben den Wither. Und früher ging das sogar so, dass man theoretisch ein Obsidian-Käfig bauen konnte, weil der Wither konnte kein Obsidian zerstören. Allerdings kann er, glaube ich, mittlerweile Obsidian zerstören. Zumindest habe ich das eben nochmal getestet und da ging es. Und dementsprechend, ja, müssen wir kein Obsidian farmen, sonst müsste man jetzt nämlich ganz viel Obsidian farmen und dann so einen Käfig bauen und so weiter. Aber weil das sowieso kaputt geht, dachte ich mir, können wir das auch anders machen. Und zwar wird der Wither um sich rum Blöcke zerstören. Das bedeutet, wir müssen das vielleicht ein bisschen weiter weg machen. Was ich aber auch überlegt habe, ist, dass wir das einfach in der Mine machen. Weil da müssen ja sowieso Blöcke weg, weil das wäre ja ganz cool. Vielleicht finden wir Diamanten oder sowas. Und dementsprechend würde ich sagen, schnappen wir uns mal hier 4 Soul Sand und 3 Köpfe. 1, 2, 3. Und den anderen Kopf, den stellen wir mal hier irgendwo hin. Oder wo stelle ich den mal hin? Den könnten wir auch. Na, ich stelle den einfach hier hin, glaube ich. Da steht er ganz gut. Und ich mache mal kurz die Sichtweite ein bisschen runter, damit das hier nicht so da laggt. Wir wollen ja mindestens 60 FPS haben. So, und dann brauchen wir noch eine ganze Menge Eisen. Und ich habe, glaube ich, genug Eisen dafür. Jetzt hier ein bisschen gefarmt. Und jetzt haben wir, ich glaube, ich nehme mal... sagen wir mal 5 oder 6 Stück nehme ich, glaube ich. Also man braucht 4 pro Eisengolem. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das müsste dann reichen. Und was wir noch dafür brauchen, ist einmal eine Schere, die wir bestimmt unten haben. Und nochmal Kürbisse, weil aus Kürbissen, Kürbisse braucht man ja für die Eisengolems. Dementsprechend würde ich sagen, schnappen wir uns mal hier keine... Oh doch, wir haben eine Schere. Super. Und dann nochmal die ganz normalen Kürbisse. Denn ich muss mal kurz gucken, wie das funktioniert. Muss ich jetzt so machen und krieg dann... Ne, okay. Also ich muss die Kürbisse, glaube ich, platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn ich dann rechtsklick mache, ja, dann werden sie zu den geschnitzten. Die brauchen wir nämlich. So, jetzt habe ich hier den Teppich kaputt gemacht. Super. Die machen wir da wieder hin. Ich wusste gar nicht, dass man so überhaupt Pumpkin Seeds bekommt. Das ist ja auch witzig. Aber wo tue ich die rein? Ich glaube, hier tue ich die. So, die Schere brauchen wir auch nicht mehr. Das bedeutet, eigentlich haben wir jetzt schon alles, aber... ich habe natürlich Angst, dass das nicht funktioniert, deswegen nehme ich trotzdem Schwert und meinen Bogen natürlich mit. Das bedeutet, wir schnappen uns hier oben nochmal die Pfeile, die ich, glaube ich, hier drin habe, jawohl. Und die Diamanten können wir eigentlich auch mal einsortieren und die Kohle hier. Ich habe über 1,5 Stacks Kohle bekommen, einfach durch die ganzen Wither-Skelette. Das ist einfach krass. So, zack. Die Kohle schmeißen wir dann nochmal hier hinten rein. Und dann muss eigentlich muss ich das Ganze nochmal sortieren, weil... Na, ich war jetzt auch meinen und so wieder, das ist alles irgendwie ein bisschen sehr viel. Ein bisschen Essen brauchen wir natürlich, und ich würde sagen, eigentlich haben wir denn schon alles, was wir brauchen. Oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Das bedeutet, wir laufen... Ach ja, doch, die Spitzhacke brauchen wir natürlich, haha. So, komm mal her hier, wo habe ich die hingetan? Okay, habe ich die überhaupt irgendwo hingetan? Dann machen wir uns einfach eine neue, wir haben ja Eisen. Ja, wobei, ich muss so viel abbauen, dann nehmen wir doch lieber Dingsbums für. Die Diamantspitzhacke. So, die benutze ich eigentlich nicht so gerne fürs Farmen, aber die ist halt super viel schneller. Dementsprechend machen wir das jetzt einfach mal. So, weil ich würde sagen, wir gehen dann einfach in die Mine, wie gesagt, und bauen da dann so einen größeren Raum, wo wir die halt alles spawnen können. Dann macht der Wither hoffentlich da ein bisschen was kaputt. Man könnte tatsächlich auch nur einen Wither da eigentlich spawnen, überlege ich gerade. Und den dann einfach alles kaputt schießen lassen. Das wäre vielleicht auch ganz witzig. Aber wir machen das jetzt erstmal so, dass wir halt den Wither töten und dann auch den
Nether Star bekommen, mit dem wir dann ein Beacon bauen können. Ich habe hier übrigens eine fette Straße gebaut, damit ich immer weiß, wo es zur XP-Farm geht, weil da war ich immer ein bisschen verloren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in einen von diesen hinteren Gängen hier und gehen halt möglichst weit weg vom ganzen wichtigen Zeug von der XP-Farm zum Beispiel. Also stell dich mal vor, der wird die XP-Farm kaputt machen, dann würde ich ja weinen. Ich würde sagen, wir buddeln uns hier dann einfach rein und was laber ich eigentlich? Und bauen dann hier vielleicht erstmal einen größeren Raum. Oder ist hier schon ein größerer Raum? Hier wäre sogar schon ein größerer Raum. Aber zu hoch darf der auch nicht sein, weil wenn der Nether erstmal, wenn der Wither erstmal anfängt zu fliegen, dann kommen natürlich die Eisengolems nicht mehr an ihn ran. Und das wollen wir ja möglichst vermeiden. Das bedeutet, wir bauen hier jetzt einfach mal den Raum. Und hier haben wir auch direkt nochmal Eisen. Und hier war ich, glaube ich, anscheinend schon mal. Ja, dann machen wir hier einfach den großen Raum draus. Und machen den dann insgesamt 4 Blöcke hoch. Das sorgt nämlich dafür, dass die Dingsbums eben noch rankommen. Die Eisengolems, aber dass sie halt genug Platz haben erstmal. Und groß machen wir den halt, weiß ich nicht, groß genug, damit wir halt alles bauen können. So. Und dann werde ich euch zeigen, dass es geht nämlich super schnell und die Eisengolems machen tatsächlich ziemlich viel Schaden am Wither. Und dementsprechend hat er gar nicht so viel Zeit, um sich hier freien Weg zu sprengen. Oder viel freien Weg wegzuspringen, weil er könnte sich ja natürlich theoretisch die Decke kaputt machen. Und dementsprechend dann halt fliegen und die anderen kommen nicht mehr an ihn ran und so weiter. Deswegen habe ich noch den Bogen dabei und das Schwert, damit wir ihn dann halt im Notfall noch töten könnten. So. Ich würde sagen, das reicht von der Größe. Wobei ich hier nochmal das Ding voll mache und hier auch. Und dann machen wir das Ganze nochmal in höher. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert. Ich habe das tatsächlich noch nicht so oft gemacht. Meistens kämpfe ich einfach gegen den. Aber das dauert halt zu lange. Also ich will hier jetzt nicht 20 Minuten lang kämpfen oder sowas. Das ist ein bisschen übertrieben, klar. Aber ich möchte jetzt hier nicht so 10 Minuten kämpfen. Sondern zeige ich euch lieber diesen Trick und der ist halt auch super einfach. Also ihr braucht gar nicht eine gute Rüstung oder sowas theoretisch, um halt den Wither zu besiegen, sondern nur halt genug Eisen und Kürbisse. So, und ich würde sagen, das reicht mal vom Platz her. So, dann platzieren wir hier in die Ecke, oder wir machen das mal hier hin. Schauen wir die Eisengolems. So, da kommen nachher die Eisengolems hin. So, zack, und dann machen wir hier neben den Wither. Dann mache ich zuerst die Eisen. Habe ich überhaupt genug? 1, 2, ja, doch 6. Mache ich nämlich zuerst die Eisengolems. Dafür muss ich, glaube ich, das hier noch wegmachen. Weil wenn die nämlich genau in der Wand sind, dann kriegen sie Schaden. Und wir wollen ja nicht, dass sie Schaden bekommen. Das wäre ein bisschen blöd. Dementsprechend machen wir hier mal ein paar Eisengolems. Ich habe noch nie Eisengolems hier auf dem Account, auf der Welt gemacht. Krass. So, zack, machen wir hier noch einen hin, hier noch mal einen hin und da oben. Wichtig ist auch, dass sie halt keine Möglichkeit haben, rauszulaufen. Also diese Gänge hier sind ja nicht hoch genug für die. Und das ist eben das Gute. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Wither und hoffen, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Zack, da ist der Wither. Und ihr seht schon, die greifen ihn schon direkt an. Ich halte mal hier ein bisschen Abstand. Und der explodiert jetzt zwar und macht ein bisschen Schaden, aber das sollten die eigentlich schaffen, ihn zu töten. Jetzt gerade ein bisschen lange. Oh, jetzt geht's los. So, und jetzt fliegt der halt schon. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber die kommen noch an ihn ran. Das bedeutet, noch haben sie die Chance. Und jetzt ist schon einer gestorben. Jetzt haben sie aber nicht mehr die Chance. Leute, ich muss jetzt mal ein bisschen nachhelfen. Oh, jetzt schießt er mich auch ab. So, zack. Und ihr seht schon, wie schnell das geht. Der ist einfach schon tot. Es sind zwar fast alle Golems gestorben, oder zumindest die Hälfte auf jeden Fall, aber wir haben ihn geschafft. Und ihr seht schon, wie super einfach das war. Wobei ich auch nicht viel gemacht habe, sondern die Ehrenmänner hier haben eigentlich das Ganze gemacht. Aber wir haben jetzt den coolen Beacon, den Nether Star, den wir zum Beacon machen können. Und wir haben sogar eine Wither Rose, wie auch immer das funktioniert hat. 3 Stück sogar, okay. Ich dachte, das funktioniert nur, wenn er... Achso, stimmt, ja, er hat ja auch 3 Golems getötet, das zählt wahrscheinlich auch. Also normalerweise zählt das, glaube ich, wenn er irgendwelche Viecher tötet oder irgendwelche Strukturen halt. Aber so funktioniert das auch. Und haben wir hier irgendwas Cooles gefunden? Nicht so wirklich. Ist jetzt halt die Frage, was wir mit den Eisengolems hier unten machen. Lassen wir die hier einfach am Leben und bauen denen hier vielleicht irgendwann eine coole Wohnung hin oder sowas? Oder töten wir sie? Ich will sie eigentlich nicht töten, weil die haben ja schon einen guten Dienst geleistet. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir die mal hier. Und was ich jetzt mache, ist hier einfach noch ein bisschen weiter farmen. Ich mache mir dafür aber erstmal eine neue Spitzhacke, denke ich. Weil wir wollen jetzt auch noch ein Beacon bauen. Und für einen Beacon brauchen wir natürlich ganz schön viele Materialien, damit wir den zum Laufen bringen können. Und Eisen zum Beispiel habe ich jetzt ziemlich viel hier verbraucht, sage ich mal. Dementsprechend muss ich natürlich mehr Eisen, mehr Gold farmen. Und würde sagen, ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns, wenn ich genug Rohstoffe habe für den Beacon. Yo, ich habe hier bei meinen tatsächlich noch so einen Minenschacht gefunden. Und ich würde sagen, den erkunden wir jetzt einfach mal. Weil hier kann man natürlich immer super leicht Eisen farmen. Wir brauchen ja noch eine ganze Menge Eisen. Also ich kann euch mal zeigen, wie viel haben wir bis jetzt? 38 immerhin schon. Aber wir brauchen ja, weiß nicht, 4 Stacks oder sowas wäre natürlich cool. Und mal gucken, ob wir diesmal hier ein paar coole Sachen finden. Ich weiß gar nicht, was wir noch brauchen. Pferderüstung wäre cool, Namensschilder wäre natürlich auch immer cool.
Und ich hoffe mal, dass das hier keiner ist, wo wir schon mal waren. Oder ein Spawner von Zombies wäre natürlich auch geil. So, und die XP ist natürlich auch immer cool. Und ich mache das jetzt diesmal so, weil ich nicht so viele Fackeln habe. Ich habe nur noch 16 Stück. Dass ich jetzt einfach hier mit Fackeln in der Hand rumlaufe. Und dann hat man ja durch den Shader immer ein bisschen Sicht. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwas Cooles finde. So, ich glaube, jetzt habe ich hier schon mal das meiste abgeguckt oder ausgeguckt. Jetzt laufen wir mal hier oben weiter. Hier ist, glaube ich, ja, da ist eine Kiste schon direkt. Da würde ich sagen, laufen wir sonst direkt jetzt mal hin. Gucken, was wir da drin haben. Und goldenen Apfel, das ist natürlich auch nice. Und Essen, Fackeln, alles, was wir brauchen. Rote Beete-Samen sogar haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Können wir jetzt auch anbauen. Richtig nice. Dann haben wir hier einen Lavasee. Kurz kratzen, so. Dann schnappe ich mir hier nochmal das Eisen. Zack. Und dann buddeln wir jetzt hier mal an der Seite vorbei. Guck mal, was wir hier noch so finden. Auf jeden Fall direkt wieder Eisen. Das ist doch lecker. Und hier gibt's nichts mehr cool. Gucken, ob es hier noch was gibt in der Höhle. Vielleicht. Oh, hier geht's noch weiter mit dem Minenschacht. So, sieht hier nicht nach Eisen aus. Gerade zumindest. Gold wäre natürlich auch cool. Ich habe übrigens auch Dias gefunden, allerdings nur 3 Stück. Hat man eben kurz gleich gesehen. Ja, ich dachte zuerst, es sind mehr, aber immerhin 3, ne? Also, das waren 2 Diamanten und da sind 3 draus geworden. Das ist natürlich nicht so insane dafür, dass wir eine Glück 3 Spitzhacke haben, aber für den Anfang ist das, denke ich, okay. Ja, was heißt für den Anfang so? Ist ja, eigentlich brauchen wir keine Diamanten mehr, aber ist natürlich cool, mehr zu haben, als man braucht. Als halt weniger Alter braucht, ne? So, hier haben wir noch mehr Eisen, zack. Und ich habe auch übrigens das Gefühl, ich werde nicht mehr zurückfinden, deswegen laufe ich jetzt einmal YOLO irgendwie durch. Wir bauen uns dann später einfach nach oben. Dann kann ich euch mal zeigen, wie man halt zur Not zurückfindet, wenn man gar keinen Plan mehr hat, wo man ist. So, wäre natürlich auch geil, wenn man aus den Schienen wieder Eisen zurückgewinnen könnte, irgendwie so Recycling-mäßig. Wenn es sowas in Minecraft gäbe. So, hier ist noch Gold hinter dem Ding. Gold ist auch gut, denn mit Gold kann man natürlich auch den Beacon powern. Und für was anderes braucht man Gold nicht wirklich, außer für Dingsbums, vielleicht für goldene Äpfel oder für goldene Karotten. Oder natürlich für Minecart-Strecken, wo man dann goldene Strecken hat, weil die ja natürlich ein bisschen Speed geben quasi. So, soll ich hier nochmal gucken, ob hier ist auch noch Gold. Zack, oh, wir haben ja hier eigentlich schon wieder, das ist natürlich lucky, dass wir hier wieder so einen Minenschacht finden, weil hier kann man ja einfach ganz entspannt durchlaufen und halt Gold und Eisen farmen. So. Und vor allem ein bisschen Gold und Eisen haben wir ja auch noch, also brauchen wir gar nicht so viel. Jetzt brauchen wir auch noch welches, das holen wir uns natürlich. Tipp, hier ist auch wieder welches, das ist einfach geil. Einfach entspannt. Aber wir haben erst eine Kiste gefunden, also irgendwie... Ich dachte, hier geht mal ein bisschen was ab, was Kisten angeht, aber so... Was so Loot angeht, hatten wir noch nicht so viel Glück, auch in der... War hier noch was? Ne. Auch in der Nether-Festung und so weiter, da haben wir ja keine Diamant-Pferderüstung zum Beispiel bekommen. Die hier baue ich wieder mit Dings ab, mit Glück. So, davon kann man auch nie genug haben. Hier ist wieder Gold. Oi, oi, oi. Das ist genau die richtige Höhe. Hier findet man Gold, Lapis, alles, was man braucht. Den ganzen geilen Scheiß. So, was natürlich immer nervig ist, sind diese Wasserdinger. Aber wir haben ja jetzt Deathstrider auf den Schuhen. Das bedeutet, wir können natürlich ein bisschen schneller im Wasser schwimmen. Was richtig nice ist. Weil vorher war das immer so wirklich langsam und richtig ätzend, im Wasser zu schwimmen. Aber mittlerweile mit der Verzauberung ist das eigentlich okay. So, noch mehr Eisen. Das Ding kurz kaputt machen und dann hier oben wieder, zack, futtern wir nochmal was. Und dann, ich glaube, ich gehe mal nach oben hier, eine Etage. Guck mal, ah ja, hier ist direkt Eisen. Da werde ich direkt für belohnt, dass ich nach oben gegangen bin. Sehr schön. So lobe ich mir das. Komme ich dann noch irgendwie... Okay, das ging ganz schön weit nach unten. Mein Inventar ist auch schon fast voll. Dann müssen wir wohl gleich mal ein bisschen aussortieren, was wir nicht mehr so viel brauchen. So, komme ich da oben ans Eisen? Ne, das ist schon weg. Gut. Oh, ja moin. So, können wir da rüber? Ne, haben natürlich den Sprung verkackt. So, hier ist noch mehr Eisen. Das ist so schön. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Also wir brauchen, glaube ich, theoretisch nur für den Beacon brauchen wir, um ihn auszulösen, glaube ich, 3x3 Blöcke. Also 3x3 Eisenblöcke. Also 9 Blöcke mal 9 sind 81 Eisen. Das haben wir ja schon lange. Aber wenn wir dann die erste Etage noch da unterbauen wollen quasi, dann sind das nochmal 5x5 dazu, also 25 mal 9. Das sind 180 plus die Hälfte von 90, 45, also 225 glaube ich. Plus nochmal die 81. Na, das sind auf jeden Fall noch einige mehr Stacks, die wir hier uns farmen müssen. So, noch mehr Eisen, aber wir haben hier eigentlich... Kann ich das? Ja, okay, ich dachte schon, mein Inventar ist voll. Ist natürlich praktisch, dass wir jetzt hier sowas... Oh, noch eine Kiste... Und haben wir hier irgendwas Gutes drin? Ja, eine ganze Menge Fackeln tatsächlich und ein Nametag. Den würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Ich glaube, ich schmeiß mal den ganzen Cobblestone raus.
So, und die tue ich dahin. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. So, weil Cobblestone ist halt echt das. Also ich würde alles lieber haben als Cobblestone, weil Cobblestone kriegt man überall und man braucht ihn kaum. So, außer wenn man irgendwie, keine Ahnung, kurz was bauen will, irgendwie eine provisorische, was auch immer, Base in der Hölle zum Beispiel. Dann braucht man natürlich Kabel. Ist noch eine Kiste. Noch eine Eisenspülsacke, kann auch nicht schaden. Noch mehr Schienen, Melonsamen brauchen wir eigentlich nicht, haben wir schon. Die lasse ich als nächstes hier. Also das ist so das nächste, was so wertlos ist, sage ich mal, weil Melonsamen und Kürbissamen haben wir halt theoretisch schon endlich. Das ist wieder ein Creeper, hier ist auch ein Creeper. So, mal gucken, hier geht's nicht. Ja doch, da oben geht's, ne, geht's gar nicht. Ich dachte, da oben geht's noch weiter, aber da haben die Gänge dann auch schon aufgehört. Da oben geht's weiter und hier sind jetzt auch schon direkt Minispinnen, habe ich gerade gehört. Uiuiui, da habe ich ja wieder Bock drauf. Dann schnappen wir uns hier nochmal mehr Eisen. Ey, wie viel Glück wir mit dem Eisen haben. Das sind auch immer so große Vorkommen, immer so 6 bis 8. Und da oben müsste ich eigentlich auch gleich nochmal hin, aber ich gucke erstmal, was wir hier noch finden. Und das hat sich gelohnt, wir haben hier nämlich Gold gefunden. So, in der nächsten Folge übrigens, kann ich ja mal erzählen, da werden wir ein bisschen das Dorf verschönern, weil das so ein bisschen was... Also eigentlich baue ich am liebsten in Minecraft und farm gar nicht so gerne und töte Endboss und so, das finde ich immer... Ist natürlich cool so, aber ich baue halt doch lieber. Und da freue ich mich drauf, weil das Dorf sieht irgendwie nicht so geil aus und wenn wir das so ein bisschen so 2-3 Stunden ein bisschen was dann machen, dann sieht das auf jeden Fall wieder richtig nice aus. Ja. Was ich auch mal erzählen könnte, ist, dass die Videos hier tatsächlich sehr viel länger brauchen, als ich gedacht habe. Also ich dachte immer, ja okay, man nimmt dann halt mal eben 20 Minuten auf und dann fertig und so weiter. Aber es dauert schon lange, also die meisten Folgen, die ich aufnehme, da sind die aufgenommenen Zeiten quasi, also wie lange ich tatsächlich aufnehme, die Aufnahme an sich, sind so um die 2 Stunden. Und dann schneide, also ich schneide ja viel weg, also diese langweiligen Sachen, wenn ich minen gehe und farmen und sowas, schneide ich alles weg. Das ist schon eine ganze Menge, was ich da wegschneide. Und dann natürlich auch das Bearbeiten dauert lange, weil man halt, also weil die Programme so viel laden müssen und mein Ton muss so lange verarbeitet werden und das Rendern dauert halt viel länger. Habe ich ein bisschen schlecht eingeschätzt auf jeden Fall. Ich dachte so, ja, wird ein bisschen länger dauern, aber man muss halt kaum was bearbeiten, man muss nichts wissen, man kann einfach drauf losspielen. Ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber es macht trotzdem Spaß eigentlich so viel. Und vor allem auch mal irgendwas zu labern und nicht irgendwie die ganze Zeit so an seinem Tutorial zu hängen, weil in Tutorials will ich es ja immer so machen, dass ich einfach auf den Punkt bringe, was ich euch zeigen möchte und dann zeige ich euch das und dann war es das auch. Aber hier habe ich ja viel mehr Zeit und oder muss auch viel mehr Zeit irgendwie überbrücken mit irgendeiner Laberei. Und jetzt muss ich das schnell abbauen, sonst springt er mich in die Luft. Uiuiui. Oh, hier ist Eisen. Na, finde ich aber eigentlich auch ganz cool. Oh, Junge, der will mich ja unbedingt haben. Okay, explodiert er eigentlich mal? Ja. Der ist mir ja lange hinterhergelaufen. So. Na, finde ich aber eigentlich auch ganz cool. Ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, so Let's Plays tatsächlich zu machen. So einfach nur labern und nichts erklären. Wäre vielleicht auch ganz cool. Aber weiß nicht, eigentlich. Weiß ich nicht. Ich bin da so unsicher. Tatsächlich. Also ich würde es, glaube ich, ganz cool finden. Einfach so über. Aber man braucht halt doch schon Themen, über die man reden kann. Also wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit still bin und das Spiel kommentiere zum Beispiel, das wäre irgendwie schon langweilig. Na, obwohl ich das viel mache, so, aber es ist halt einfach langweilig, oder? Jetzt müssen wir hier mal irgendwas draus schmeißen. Was schmeiße ich? Ich glaube, da halt Scheiß drauf. Ja, wenn ich jetzt sage, so, ja, jetzt laufen wir mal hier rum und jetzt hier Eisen abbauen und jetzt hier wieder umdrehen und jetzt gucken wir mal hier, ob wir Eisen finden. Das ist halt langweilig, oder? Ja, ich finde es halt schon sehr viel spannender, wenn man entweder was erklärt oder halt ein Thema hat, über das man reden kann. Auch wenn es halt nur das Game ist und wenn man da Tipps gibt, so wie bei Tutorials halt. Im Zweifel rede ich da ja auch nur über Spiele. Aber, oder über das Spiel. Aber es bringt halt was, sich das anzuschauen. Weil man halt im Endeffekt was dazu lernt, hoffentlich. Und wenn man es halt schon weiß, dann sucht man ja nicht nach Tutorials. Also wenn ich weiß, wie eine automatische Farm geht, dann suche ich nicht nach einem Tutorial für die automatische Farm, glaube ich. Ich bin auch so fasziniert von den ganzen Leuten, die das einfach hauptberuflich machen, so Gronkh zum Beispiel. Und der erklärt, also ich meine, der macht ja kaum Tutorials, der spielt ja echt nur noch die Spiele. Das ist krass, irgendwie. Weil, weiß nicht, also Tutorials verstehe ich, kann ich komplett nachvollziehen, dass man sich die anschaut. Weil man möchte ja dazulernen, man möchte besser werden. Oder ich spiele ja viel League, also League of Legends. Dass man da halt guten Leuten zuschaut, damit man halt besser in dem Spiel wird und so. Das verstehe ich ja vollkommen. Aber einfach nur Let's Plays zu schauen von Leuten, die im Zweifel schlechter sind als man selber, das ist halt komisch, oder? Ich habe auch mal gehört von einem Kumpel, der schaut halt tatsächlich viele Let's Plays. Und der ist halt, ja wie sagt man, der ist halt arm, sag ich mal. Also er hat halt nicht viel Geld oder... Also er hat schon genug Geld, aber er gibt das Geld, was er hat, nicht für Spiele aus oder für so, in Anführungszeichen, halt unnötigen Bullshit. Also, ne, kann man ja auch so sehen, dass Spiele halt unnötig sind.
Und dementsprechend schaut er halt die Let's Plays, damit er halt die Spiele nicht kaufen muss. Das halte ich halt. Oh, Leute, bin scared. Das halte ich halt auch für, weiß ich nicht. Also ich meine, der Spielspaß kommt ja nicht dadurch, dass man. Also bei mir kommt der Spielspaß nicht dadurch, dass ich halt sehe, was im Spiel abgeht, sondern das wäre wie ein Film. Also ich, keine Ahnung. Ich spiele halt schon lieber selber und habe halt selber so die Erfolgserlebnisse und überlege und was auch immer und so weiter, als jemandem zuzuschauen irgendwie. Aber ich, keine Ahnung, ich schaue auch sehr, sehr wenige Let's Plays, bin ich mal ganz ehrlich. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Ich muss ja wieder Sachen hier lassen. So, das lasse ich alles hier. Das hier nehmen wir mit. So. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare. Also, ich glaube, ich mache jetzt hier einfach so eine Laberfolge draus, weil ich einfach die ganze Zeit nur farmen möchte. Okay, die lässt mich in Ruhe, dann greife ich sie auch nicht an. Wie groß auch diese Mine ist, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich gehe mal nach hier. Was gibt's hier? Gar nichts. Super. Habe ich mir den richtigen Gang ausgesucht. Oh, hier geht's aber weiter. Und hier ist Eisen. Ach, so viel zu richtiger Gang, ne? Ja, also es ist absolut insane. Also wie viel, also ich meine, die meisten Leute, die Gaming-Videos machen auf YouTube, die sind ja halt auch legit einfach Let's Player. Die spielen aber die Spiele und reden da ein bisschen was zu. Ist krass, wie das so gefeiert werden kann irgendwie. Ich habe es früher auch ein bisschen, also ich habe die einzigen Let's Plays, die ich tatsächlich geschaut habe, sind die ersten 200 Minecraft-Folgen von Gronkh. Tatsächlich, aber da hatte ich das ist eigentlich voll der gute Punkt, weil da hatte ich das Spiel halt auch nicht und habe es dementsprechend bei ihm geschaut, weil ich halt so geil auf das Spiel war, aber halt kein Geld oder ich hatte schon das Geld, aber weiß nicht, ich wollte es eigentlich irgendwie nicht ausgeben, irgendwie schon, keine Ahnung, es war komisch. Und dann habe ich es tatsächlich bei Gronkh geschaut, aber so, ich habe es halt nur bei einem einzigen Spiel habe ich das gemacht und sonst noch nie, ich habe noch nie Let's Plays geschaut, glaube ich, wenn ich mich richtig, also ich glaube echt nie, ich gucke immer nur Videos, Tutorials halt. Also wenn ich Spiele-Videos gucke, dann sind es entweder Tutorial-Videos oder so Videos, wo man halt was draus... Hier ist ein Spawner, geil. Oh mein Gott, das ist nice. Ja, also wie gesagt, entweder Videos, wo ich halt draus was einen Nährwert habe, sage ich mal. Also wo ich halt irgendwie besser werde oder irgendwie irgendwelche Unterhaltungsvideos halt so. Zusammengeschnittene Highlights von Streamern oder so. Das schaue ich schon gerne, aber so einfach nur Let's Play. Auch so Streams, Livestreams und so, das finde ich halt öde. Irgendwie. Das kann ich mir nicht geben. Aber ich mache ja hier selber gerade ein Let's Play, von daher weiß ich auch nicht so genau. Ich finde es halt spannender, sowas aufzunehmen. Es macht halt mehr Spaß, um zu reden, als zuzuhören. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, dann habe ich hier noch das Eisen und das Eisen. Und dann gucken wir uns mal an, was wir da in den Kisten finden. Wie viel Eisen habe ich denn schon? Oha, oha, ich habe eine ganze Menge Eisen. Das könnte sogar schon fast reichen für die ersten zwei Etagen. Weil dann können wir uns nämlich hier, wo der Spawner ist, nach oben bauen. Weil das ist nämlich auch praktisch, weil dann, wenn wir runtergehen, sind wir direkt bei dem Spawner. Das wäre natürlich absolut geil. So, jetzt ich farm hier einfach noch ein bisschen was ab. Aber ich habe tatsächlich, also gerade bekomme ich irgendwie Verlust darauf, tatsächlich so Videos zu machen, wo ich halt über so ein Thema rede. Also zum Beispiel, dass man einfach ganz entspannt Minecraft spielt oder LOL oder sowas und dann halt über ein Thema redet. So wie zum Beispiel so, ich verstehe nicht, wieso Let's Player so viel Aufrufe und so, ne? Also so viel, dass sie so viel geschaut werden, meine ich. So, das wäre eigentlich ganz cool, oder? Aber halt auch da, das ist ja kein Let's Play so gesehen, sondern ich habe ja ein Thema, über das ich rede. Das ist mehr so eine Meinungsäußerung mit Gameplay im Hintergrund. Mehr oder weniger. Könnt ihr ja, falls irgendjemand ein bisschen schaut, könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das finden würdet. Nicht so über irgendwelche Themen einfach im Spiel rede quasi. Ich laufe da einfach mal durch, oder? Oh shit, jetzt bin ich natürlich hier gefangen. Aber ist nicht schlimm. Der war weit genug weg. Wir müssen gleich natürlich nur wieder den Spawner finden, ne? Das wird ja wieder die Challenge des Tages. Oh, was ist das gewesen? Oh. Gar nichts. Ich dachte, da war was. So, hier haben wir noch mehr Gold. Das schnappen wir uns auch. Zack, zack, zack. Hier ist wieder Höhle. Ich darf halt nicht zu weit weg, sonst finde ich... Ich finde den nie wieder, den Spawner. Das sage ich euch. Ich hätte mir die Koordinaten aufschreiben sollen. Das war ein Zombie-Spawner, glaube ich. Das wäre sogar ganz cool, weil Zombie-Spawner können ja auch... Eisen droppen. Und dann kann man da eine Eisenfarm draus machen, so mehr oder weniger. Und Karotten halt, ne? Wir haben immer noch keine Karotten. So, zack. Ich glaube, wir haben... Hier ist noch Eisen. Oh. Ich glaube, dann haben wir aber auch genug Eisen. So, wir haben ja noch ein bisschen was at home und wir haben ja auch Gold. 64,6 Gold, Alter. Let's go. Ne, wir haben 64 Gold. Ist hier noch... Oh, hier ist so viel Eisen. Und hier ist wieder... Von hier komme ich doch. Hier bin ich hochgegangen. Hier bin ich irgendwo, hier ist der Eingang, wo ich reingegangen bin. Ja, okay, ich glaube, wir haben den Spawner. Ich hätte den looten müssen, Mann. Ich hätte reingucken müssen, was da drin ist. Scheiße.
Aber mein Inventar war voll und... Aha, ich such den. Ich finde den. Wir laufen zurück, Jungs. Wir haben Zeit. Das Video geht jetzt schon eine halbe Stunde. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon rede. Ich hoffe nicht zu lange, weil wir wollen ja auch noch die Beacon bauen. Mein Inventar ist schon wieder voll. Flint brauchen wir nicht. Was soll ich denn mit Flint machen? So, Eisen, zack. Dann suchen wir jetzt mal wieder den Eingang da zur Mine. Und den Spawner. Und dann buddeln wir uns da nach oben. Und dann finden wir den... bauen wir den Beacon. Das ist jetzt der Plan. Und ich finde absolut hier nicht mehr mich zurecht. Das ist jetzt blöd, ne? Und ist gewittert. Das höre ich einfach bis hier unten. Holy shit. So, was haben wir? Ich finde den nicht wieder. Ne, ich vergesse es. Wie scheiße auf den Spawner. Den finde ich nie wieder. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich lauf nochmal nach hier und guck mal, ob ich hier irgendwie... Oh, zum Glück konnte ich noch springen. Das war ganz schön knapp. Puh. Das ist so der einzige Grund, warum ich eigentlich in Minecraft immer sterbe. Oder wenn ich von Creepern irgendwie hinterlistig. Aber ich springe einfach über alles rüber und dann ist da Lava und ich schaffe den Sprung nicht. So sterbe ich am meisten in Minecraft, glaube ich. So, zack. Habe ich den? Ja, den habe ich. So, jetzt müssen wir entweder zurückfinden zur der Kobbelbrücke, die wir eben hatten, wo ich herkomme. Oder wir müssen zurückfinden. Kann mir Fleisch weg damit. Oder wir müssen zurückfinden zu der Mine. Weil jetzt in dem Moment, wo ich gerade bin, weil in dem Ort hier, da finde ich ja, das ist gar nichts hier. Das ist nichts. Da muss ich irgendwie... Das ist halt auch das Dumme, wenn man mit Fackeln in der Hand rumläuft, statt auszuleuchten, weil jetzt kann ich halt nicht mal an den Fackeln sehen, ob ich da schon mal war oder nicht. Hier liegt noch Gold. Hier ist eine Höhle. Hier habe ich bestimmt mal was abgebaut, deswegen liegt hier der ganze Dingsbums. Hier ist eine Schlucht, eine Halbschlucht oder was auch immer das ist. So eine Möchtegern-Schlucht. Ich laufe jetzt einfach mal durch jeden Gang hier und gucke, ob ich irgendwas finde, was mir bekannt vorkommt. Ne, hier schon mal nicht. Das Laub jetzt hole ich jetzt auch mal nicht. Oh Gott, wir müssen hier rausfinden. Gucken, ob ich das schaffe. Hier ist auch noch Gold. Das bedeutet, hier habe ich eben was abgebaut. Das hier könnten so diese Gefilde sein, wo wir gleich wieder zurück in die Mine finden. Jawohl, da haben wir doch geschafft. Jetzt müssen wir nur den Dings wiederfinden. Den Spawner. Und ich glaube, da war... Ja, den Spawner habe ich ja ausgeleuchtet, also müssen wir eigentlich nur dem Licht hinterher. Gucken, dass wir irgendwie Licht finden. Hier ist der Dude explodiert. Ich glaube, ich bin dann hier rein, dann hier genau. Dann wollte ich, glaube ich, nach links gehen. Und ich glaube, hier links war dann irgendwo der Spawner, wenn ich mich da richtig erinnere. Mal gucken, ob wir das schaffen. War der so weit unten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Hier leuchtet was. Es ist Lava, die hier leuchtet. Das sind nicht meine Fackeln. Ah stimmt, hier war ich. Hieran erinnere ich mich. Hieran erinnere ich mich. Aber hier war halt nicht der Spawner. Wo war der? Da oben irgendwo vielleicht. Da war auch wieder Eisen, aber ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile mal genug gesammelt. Ich laufe mal hier lang. Was haben wir hier? Gar nichts. Was haben wir hier entlang? Auch wieder nichts, so wie es aussieht. Ja, das hier kommt mir aber auch bekannt vor. Hier war ich, glaube ich, auch schon mal. Ah, hier ist der Spawner. Oh mein Gott. Das war ja ziemlich clean hier herzufinden wieder. So, mal schauen, was wir hier haben. Wir haben ein Name Tag. Das hätten wir ja fast verpasst, wenn wir den hier nicht wiedergefunden hätten. Wir haben auch mehr Kohle und Eisen. Das ist natürlich auch immer ganz nett. Und eine goldene Pferderüstung und noch ein Goldapfel. Ja, ne? Ist okay. Und hier bauen wir uns jetzt mal nach oben. So, und dann mache ich das immer so, dass ich mich halt einfach hier geradeaus hochbaue irgendwie. Oder nach oben hochbaue. Ja, was auch immer. Okay, hier ist jetzt natürlich blöd. Ich habe keine Schaufel, deswegen muss ich hier mal mit der Hand... Wir sind auf Ebene 27 und meistens ist der Erdboden, oder der Meeresspiegel ist, glaube ich, Ebene 63. Das bedeutet, da ist halt, außer man ist unter einem Berg, schon in der Nähe dann halt ne, Land, wo man rauskommt und so weiter. Aber es kann natürlich auch richtig unlucky sein, dass wir in einem Berg sind und deswegen habe ich gerade bei F3 geguckt. Und da kann man nämlich dabei Biom finden, also kann ich das, also hier steht Biom und da steht dann Minecraft Forest, das bedeutet Forest ist halt Wald und das ist dementsprechend halt nicht so hoch wie halt ein Berg. Und dementsprechend müssen wir da relativ schnell an die Erdoberfläche kommen. Weil bei einem Berg, wie gesagt, da muss man sich ja teilweise nochmal 100 Blöcke höher bauen. Das ist halt doof. Da würde ich mich halt nicht hochbauen, wenn ich da sehr extrem Hills. Dann lohnt das sich nicht wirklich, weil man dann, wie gesagt, unverhältnismäßig viel noch abbauen muss, bis man ganz oben ist. Und den ganzen Cobblestone lasse ich jetzt hier. Eigentlich ist das sad. Eigentlich finde ich das immer doof, wenn man Items so wegschmeißt. Aber was soll ich tun? Und jetzt sind wir, glaube ich, schon an der obersten... Schicht. Das hören wir ja gleich.
Ja, das war Gras. Ach stimmt, das ist ja auch Gewitter. Und hier ist eine Kuh. Wir haben ewig lange nach Kühen gesucht und jetzt ist hier einfach eine, wo wir uns random hochbauen. So, wie finden wir jetzt nach Hause? Das ist eine gute Frage, ne? Ich würde sagen, wir buddeln, na, wir machen hier erstmal einen. Das ist natürlich klar, dass wir hier auch eine Spinne finden, ne? Die uns darunter schmeißen kann. Ja, also wir machen hier erstmal einen Turm hin, damit wir später hier wieder hinfinden, wo der Spawner ist. Und dann können wir von hier nämlich gleichzeitig auch mal gucken, wo wir denn hin müssen. Ist natürlich mit der Sichtweite nicht so geil. Ich mach die mal einfach richtig hoch. So. Denn da vorne ist unser Scheiß. Oh, wir sind ja gar nicht so weit weg von unserem Haus. Okay. Ich dachte, wir sind jetzt so übelst weit weg, aber das geht ja echt noch. Ich mach wieder auf 8, spring runter. Dann hüpfen wir mal schnell nach Haus, pennen wieder. Ich schlafe so oft. Allein, dass hier Kühe sind, ne? Das ist so dicht an meinem Haus. Und ich habe ewig lange Kühe gesucht. Das ist eigentlich eine Frechheit. Naja, hier bin ich wohl immer genau in die falsche Richtung gelaufen, einfach. So, hier ist auch Zuckerrohr, alles schön. Und da vorne die Lamas von den Händlern. So oft kommen zu mir Händler, ne? Die wollen mir immer was andrehen. Ich habe sogar schon überlegt, jedes Mal, wenn Händler kommt, so irgendwelche, so eine türkische Bazarmusik einzuspielen. Das wäre auch witzig, oder? Oder man könnte das auch in dem Resource Pack machen, dass die Sounds von Tradern einfach diese komische Musik ist. Ich weiß nicht mal, welche Instrumente sie dafür benutzen, aber ich glaube, ihr, würde ich euch sie zeigen, dann würdet ihr genau wissen, was ich meine. Oh, hier habe ich noch mehr Zeug, das muss ich auch gleich nochmal holen. Warte mal, sind hier, wie viele Händler habe ich denn hier? Guck mal, hier sind zwei, drei, vier, fünf Lamas laufen hier rum. Und ein Händler hat zwei. Das bedeutet, es müssen ja schon fast drei Lamas hier, drei Händler hier sein. Das ist natürlich wieder krank. So. Und dann stopfe ich mal das ganze Zeug hier in den Ofen, was wir hier jetzt gefarmt haben. Ich habe gar nicht so viele Öfen. Krass. So, dann muss ich unten nochmal. Unten haben wir auch Öfen, oder? Oder habe ich da noch keine Öfen? Doch, ich habe Öfen da. Haben wir keine Kohle. Oder haben wir hier oben Kohle? Nö, haben wir nicht. Dann tue ich da schon mal das Zeug rein. Hier ist auch noch was Normales. Zack. Und die vier Kohle, die vier Gold kommt auch nochmal rein. So, und dann schnell schlafen gehen, oder ist es schon wieder zu hell? Ich glaube, es ist schon wieder zu hell dafür. Ja, Tatsache. So, dann schnappen wir uns hier, wie gesagt, nochmal ein bisschen Kohle. Zack, zack. Hier kann ich auch noch was holen, dann holen wir hier nochmal zwei rein, so. Und wir haben da unten gleich drei Öfen, zack. Jeweils 18. Und dann warte ich, ich sortiere jetzt einfach ein bisschen die Items ein. Und dann warte ich noch ein bisschen, und wenn ich dann soweit bin, dann können wir auch den Beacon dann bauen. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt schon mal das meiste gebrannt, beziehungsweise hier brennt zwar immer noch was, aber wir haben jetzt schon mal 25 Eisen und 9 Goldblöcke. Das bedeutet, wir können schon mal die ersten zwei Etagen für den Beacon bauen. Und den craftet man übrigens so. Das muss ich allerdings auch nochmal schnell machen hier, zack. Das bedeutet, unten drei Obsidian hin, dann machen wir hier so einen Kasten aus Glas drumherum und in die Mitte kommt dann der Nether Star. Und dann haben wir den Beacon bekommen, super cool. Was man mit dem noch machen kann, ist ihn tatsächlich färben. Und zwar braucht man dafür buntes Glas, aber ich habe gar kein buntes Glas, deswegen brauche ich gar nicht unten gucken. Was wir uns jetzt aber überlegen müssen, ist, wo der ganze Spaß hin soll. Dafür brauche ich eigentlich nochmal eine Schaufel, zack. Und wir müssen uns auf jeden Fall noch eine Diaschaufel machen. Und die Überlegung ist jetzt, entweder bauen wir den Beacon hier vorne hin. So, weil hier, weiß nicht, würde der ganz cool hinpassen. Und hier könnte man dann so einen kleinen Brunnen vielleicht bauen, wo der halt ist oder sowas, irgendwie sowas. Oder wir bauen ihn halt irgendwie ins Dorf tatsächlich. Allerdings, ja, ich weiß nicht, wo er hin soll. Ich würde ihn lieber hier hinbauen tatsächlich. Und ich glaube, ich baue den dann auch hier hin. Und zwar würde ich sagen, machen wir den hier so hin, also dass hier der Strahl rauskommt quasi. Und dann brauchen wir ja 3, 3 mal 3 darum Platz. Und wir brauchen auch dann nochmal 5 mal 5 darum Platz. Und dann machen wir hier später halt, wie gesagt, so einen kleinen Brunnen hin und eine Bank, wo man sich hinsetzen kann und sowas. Und vielleicht auch so eine Anlage, womit man dann halt die Farbe sich aussuchen kann. Ich finde eigentlich den normalen Beacon eigentlich auch ziemlich cool. Aber ja, ein bunter Beacon hat natürlich auch was. Und so kann man halt auch ganz gut so in seiner Welt die Orte markieren quasi, dass man von weit weg sieht, okay, da ist ein oranger Beacon, das heißt, da ist Farmland oder sowas, oder rot und da ist dann das Haus oder irgendwie, kann man natürlich auch machen. Oder blau, hier ist Meer. Und sowas ist natürlich auch cool, aber ich glaube, solange werden wir hier auch nicht in der Welt spielen, dass wir uns so viele Beacons hier überall hinstellen. Das könnte ich eigentlich auf dem Server mal machen, das wäre eigentlich eine coole Idee. Wobei wir da halt die meisten Beacons halt tatsächlich für ihre Effekte benutzen, denn Beacons haben coole Effekte, die man sich aussuchen kann. Und die machen einen stärker, zum Beispiel, dass man mehr Schaden macht, dass man mehr Leben generiert, dass man höher springen kann, schneller abhauen kann und sowas alles. Das ist ziemlich cool. Und ich würde sagen, einen tiefer bauen wir noch. Und dann stellen wir hier mal den Beacon hin und ich zeige euch, wie das funktioniert. Theoretisch könnte man den ganzen Beacon noch größer bauen, denn je nachdem, wie viele Ebenen man der Pyramide, man baut nämlich so eine Pyramide, dazu gibt, desto stärker wird er und desto bessere Effekte kann man machen und desto mehr Effekte auch. Und, aber wir haben nicht so viel, wir sind nicht so reich, deswegen bauen wir den jetzt mal hier auf einer 5x5 Grundfläche.
Und dafür brauchen wir erstmal Eisen. Machen hier dann die 5x5 Fläche hin. Das sind 25 Eisenblöcke. Schon eine ganze Menge tatsächlich. So, und da oben drauf machen wir dann nochmal eine 3x3 Fläche aus Goldblöcken. Und da oben drauf stellen wir jetzt ein Beacon mit Rechtsklick. Und dann müsste der gleich anfangen, Licht hochzuschießen. Oder nicht? Ja doch. Super, cool. Jetzt haben wir ein Beacon. Und hier könnt ihr euch schon sehen, je nachdem wie viele Stufen ihr habt, desto mehr, oder wie viele Ebenen, desto mehr Sachen könnt ihr euch aussuchen. Und dafür müsst ihr dann wieder hier ein bisschen was bezahlen, ein bisschen was Wertvolles. Und ich würde sagen, wir nehmen mal Eisen dafür, denn das haben wir am meisten. Und ich würde sagen, wir geben uns mal schnelleres Abbauen, weil das ist eigentlich immer ziemlich cool. Und dann geben wir hier auf den Haken. Und dann müssen wir jetzt hier den Effekt bekommen, dass wir schneller abbauen können. Ja, wir haben Haste. Das bedeutet, wir können schneller abbauen. Ihr seht schon hier, das ist ziemlich cool. Und gerade wenn man zum Beispiel viel abbauen möchte, dann kann man natürlich Haste 2 machen, wenn man hier noch mehr Ebenen hat. Oder wenn man irgendwie, ja weiß ich, man kann nicht so viel machen. So, wenn man viele Monster hier hat, dann kann man sich halt stärker machen gegen Monster oder resistenter gegen Monsterangriff und so weiter. Das ist alles ziemlich cool. Ja, aber das war's eigentlich so von der Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir haben ja, das ist schon, die geht auch wieder über eine Stunde, die Folge hier, ne? Will ich nur anmerken. Mal gucken, wie lange sie denn im Endeffekt gehen wird für euch. Aber ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, wie gesagt. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Wither in die Kommentare. Den haben wir nämlich heute besiegt. Und deswegen haben wir auch den Beacon hier, super cool. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Und ciao.